Nach jedem Stern upgrade ich meine Waffe. Und wir fangen ganz einfach mit dem Bajonett an. Das kostet nur 900 Euro und ist echt schlecht. Das ist dieses kleine Messer hier. Ja, und jetzt fangen wir mit dem ersten Raub an, würde ich mal sagen. Denn mein erster Stern bedeutet das Bajonett. Und ich habe jetzt gerade den ersten Stern. Deswegen gehen wir jetzt mal los und versuchen direkt mal den zweiten Stern zu bekommen. Und da würde ich halt vorschlagen, dass wir einen kleinen, aber feinen Raub machen. Dann lass mal hier zur Gas and Go gehen. Kann man die ausrauben? Jo, man kann die ausrauben. Kann ich die eigentlich auch messern, die Kasse? Bringt das was? Nee, das bringt nichts. Okay, man kann gegenschießen, man kann gegen boxen, aber man kann sie nicht aufmessern. Okay, so. Kriege ich danach den nächsten Stern? Jo, ich habe den zweiten Stern. Super, ich kann jetzt auch schon die Waffe upgraden. Aber ich würde sagen, wenn ich schon mal hier bin, dann bediene ich mich hier auch, ne? Ich gehe das ganze Risiko ein, dann will ich auch die ganze Beute haben, ne? Einfach nur messern finde ich ein bisschen langweilig oder nur ausrauben. So, dann nehmen wir den 500er noch mit. Die 2.500 nehmen wir hier noch mit. Jetzt höre ich zwar den Alarm, aber das stört mich nicht. Ich habe ja immerhin dieses Premium-Messer, Chat. Ich habe immerhin das Premium-Messer. Außerdem geht gerade die Sonne auf. Oh, kommt er mir jetzt entgegen? Nee, da ist Blaulicht. Oh, hat er mich gesehen? Hat er mich gesehen? Hier ist auch Polizei. Hier ist auch Polizei. Okay, 2 gegen 1 ist ein bisschen heftig. Ich messer dich. Ich messer dich. Ich messer dich. Gib den Dealer hier den Messer, denn das Cash gefällt mir besser. Ja, das ist Notruf Hamburg. Ja, ich messer dich. Ich messer dich in deinem Auto. Jo! Ich hab ihn down gemacht! Let's go! Ja, das ist Notruf Hamburg. Hier gibt's kaum noch einen Verbrecher. Gib den Dealer hin, Messer. Dann können wir jetzt die Waffe upgraden. Das war doch easy. Easy peasy. Oh, das war auch risikoreich, dass ich einen Polizisten gedownt habe, weil sonst hätte ich ein Fahndungslevel überspringen können. Ich würde sagen, wir gehen jetzt auf den Metallbat. Metall-Baseball-Schläger. Und verkaufen das Messer. Da ist es. Da ist der Metallschläger. Super duper. So, dann lass uns da doch direkt mal wieder hinfahren. Vielleicht können wir dadurch noch einen Stern kriegen, indem wir den Polizisten da hinten down machen. So, bist du ein Polizist? Ne, der liegt ja down bei seinem Auto. Ich glaube, der Polizist, den wir hatten, der eigentlich uns verfolgt hat, der ist hier links abgebogen. Lass da hindüsen und wenn er hier nicht ist, dann rauben wir einfach den Juve aus. Da ist er. Komm her, komm her, komm her. Komm her, komm her. Ich box dich. Ich box den. Ich hab den schon geboxt. Einmal, zweimal gehittet. Der fällt gleich raus. Der fällt gleich raus und ist down. Der fällt noch ein Hit und der ist down. Noch ein Hit und der ist down. Und der ist down. Der ist down. Der ist down. Der ist down. Sehr gut, aber ich habe keinen Stern dazu bekommen. Ey, aber ich habe bisher jetzt mit jeder Waffe eingekillt, obwohl das gar nicht das Konzept vom Video ist. So, oh, da ist der Diamant. Den gönnen wir uns doch. So, und oh, keinen Stern dazu bekommen. Keinen Stern dazu bekommen, aber ich habe den Diamanten. Vitrine kaputt machen. Vitrine kaputt machen. Ey, warum geht das nicht? Die Hitbox ist hier manchmal auch ein bisschen komisch, ne? Oh, da ist ein Polizist. Oh, er hat getasert, er hat getasert. Ha, reingeschissen. 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 Na? Na? Er will Red Bull trinken. Um besser abzuhauen. Ich werde abgeschossen von irgendjemand. Ich werde von irgendjemand abgeschossen von der Internet. Bist du überhaupt ein Kopf? Bist du überhaupt ein Kopf? Komm, zeig's mir. Oh, der ist wenigstens ein Kopf. Ach, Mann, ey. So, steig mal aus hier. Stell mal aus hier. Ja, danke fürs Aussteigen. Danke fürs Aussteigen. Ey! Oh, jetzt könnt ihr aussteigen. Hit. Hit. Ich habe 3 Sterne. Oh, fürs Hitten kriegt man einen Stern? Fürs Angreifen allein schon? Hä, und jetzt fährt er weg oder was? Hä? Okay, fürs Angreifen kriegt man anscheinend einen Stern. Oh, meine Nase juckt. Meine Nase juckt. Fürs Angreifen kriegt man Sterne. Egal, ich beschwere mich nicht. Ich wollte eh upgraden. Das hat jetzt zu lange gedauert. Dann gehen wir mal hier hin. Oh, meine Nase juckt. Meine Nase juckt. So. Also, wir waren beim Metal-Bed. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal auf eine Waffe. Und zwar auf eine Shotgun. Die ist nämlich auch nicht besonders gut. Oh, wir können auch noch den Juwelier verkaufen. Juwelen. Dann gehen wir auf die Shotgun. Die finde ich nämlich nicht besonders gut. Für 3 Sterne brauchen wir noch nicht die Profi-Waffe. Wir gehen auf die Shotgun. Alter, damit müsste ich den Polizisten eigentlich so wegpfeffern können. Da hinten fährt gerade einer lang. Das ist natürlich jetzt die Frage, wenn ich den jetzt nochmal angreife, ob ich nochmal einen Stern kriege. Der fährt geradeaus zum Einsatz. Digga, ich fahre dir hinterher, ich komme mit. Aber ich bin nicht dein Komplize, ich bin dein Gegner. Oh, meine Nase juckt so doll. So, direkt hinterher. Meine Nase juckt. Was soll das? Was soll der Blödsinn? Ah. Aha. Gehittet. Gehittet.
Nicht vergessen, mittwochs und samstags bin ich live. Geht it. Und? Mann, die Waffe ist so scheiß... Warum hätte ich nicht? Oh, da ist noch ein Kopf. Das ist nicht so geil. Schnell weg. Nein! Nein! Alle Reifen sind Schrott. OMG, alle Reifen sind Schrott. Oh, das wird Krise. Das wird Krise. Das wird Krise. Jetzt muss ich schnell mit kaputten Reifen... Oh mein Gott. Zum Autohaus. Bitte rüber, ja. Oh mein Gott. Schnell rein da. Und wieder raus. Oh mein Gott, es hat geklappt. Es hat geklappt. Es hat geklappt, es hat einfach geklappt. Okay, das war ein bisschen fail, weil da noch schon ein anderer Polizist war. Gudi, 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 gudi. So, das lassen wir mal lieber. Warum rutsche ich noch so stark? Bitte, kann mir das mal erklären? Boah, Alter. Das ging gerade noch mal gut. Ich dachte echt, ich sterbe jetzt. Ohne Spaß. Ohne Spaß. Gut, dann lass mal versuchen, Automaten auszurauben oder so. Hier hinten ist eigentlich immer ein Spawnpoint. Da ist ein Polizist. Hallo. Da ist immer noch ein Polizeiauto. Willst du mir hinterherfahren? Oh ja, der will mir hinterherfahren. Okay, der will mir hinterherfahren. Ah, da wäre sonst auch ein Automat geradeaus. Hä? Seit wann ist das neu? Ist das neu? Diese drei Punkte auf dem Boden? Hä? Hä? Okay, der eine will mich verfolgen. Ich glaube, ich lass mich drauf ein, Chat. Ich lass mich drauf ein. Ich lass mich drauf ein. Komm. Nachladen. Gehittet. Gehittet. Komm raus, Digga. Komm raus. Ich hab dir eine Faust gegeben. Jetzt haut er ab. Jetzt haut er ab. Jetzt haut er ab. Ich hab ihn zweimal gehittet und eine Faust gegeben. Und jetzt haut er ab, der kleine Schisser. So. Digga, was sind das für Polizisten? Was sind das für feige Typen? Egal. Mein Ziel ist es nicht, den Kopf zu killen. Mein Ziel ist es, Sterne zu bekommen. Jetzt greift er mich von hinten mit dem Maschinengewehr an. Was für ein Schisser. So, ich habe immer noch keinen Stern dazu gekriegt. Jetzt steht er da. Geht it? Er teleportiert sich weg, Digga, mit seinen Legs. Warum hittet man ihn nicht? Da müsste er doch so... Ja, jetzt habe ich ihn gehittet. Warum hittet man ihn nicht? So, jetzt ist er down. Digga, was laggt er so unnormal? Und was bist du für ein feiger Spieler? Digga, der traut sich gar nichts. Egal. Hier sind noch Kekse, die nehme ich mir noch. 3 Sterne habe ich nur. Obwohl ich einen Polizisten gekillt habe, obwohl ich, glaube ich, Raube auch gemacht habe. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen muss, um noch irgendwie einen Stern dazu zu bekommen. Der Kopf ist jedenfalls down. Lass uns hier noch mal ein bisschen schneller langfahren. Ich gucke dann auch gleich mal ins Handy, ob ich schon Dangerous Driving bekommen habe. Ah, jetzt. Jetzt habe ich 4 Sterne. Okay, dann war's jetzt. Dann habe ich jetzt Dangerous Driving bekommen. 4 Sterne. Let's go. Hier ist ein Dealer rechts, sehe ich gerade. Lass da mal hinfahren. Ey, für zu schnell fahren kriegt man einen Stern, aber für Polizist erledigen nicht. Das ist auch crazy. Das muss mir mal jemand erklären. So, wir haben die M58B Shotgun verkauft. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt auf eine G36. Let's go. Das ist schon eine gute Waffe. Mal schauen, wann wir den Stern dazu bekommen. Ich habe den Automaten ausgeraubt. Ich habe einen Kopf erledigt. Und ich habe dann letztendlich den Stern bekommen, weil ich zu schnell gefahren bin. Das ist schon crazy. Aber wir können ja trotzdem mal schauen. Wenn der Raub geht, dann würde ich sagen, kaufe ich mir das einfach. Ich benutze das ja nicht zum Kämpfen. Oh ja, es geht. Es geht, es geht, es geht, es geht. Okay, dann würde ich sagen, hole ich mir das, was günstiger ist. So, wo ist der Dealer? Wo ist der nächstgelegene Dealer? Der ist bei der Gas and Go. Okay, dann lass da hin düsen. Ich nehme die Kreissäge. Oh, ich höre Schüsse. Ach, hier ist der Cop. Und er ist down. So, der ist down, aber das war nicht der SEKler. Das ist natürlich nicht so smart, weil ich jetzt hier den großen fetten Raub machen will. Aber wir gehen rein. Wir gehen rein, wir machen den Raub. Wir machen den Raub, wir machen den Raub, wir machen den, wir machen den, wir machen den. Zack. Kein Stern bekommen. Kein Stern dafür bekommen. Ach du Sch... So, ich habe genug gesammelt. Mehr traue ich mich gerade nicht. Da ist doch der SEK hier in der Nähe. Ich hau ab. Ich hau ab, ich hau ab. Ich habe jetzt ein paar Butterstücke genommen. Ich habe nur einen bekommen? Was war denn das, was ich da aufgehoben habe? War das Geld? Digga, schaut euch meine Crimes an. Was soll ich denn noch machen? Was soll ich denn noch machen?
Was soll ich denn noch machen? Alter, ich will 5 Sterne haben. Muss man dafür mal was verkaufen oder was muss ich für den 5. Stern machen? Muss ich da meine linke Niere spenden oder was? So, die Kettensäge verkaufe ich und ich hole mir jetzt eine Bombe. Es bringt ja nichts. Ich brauche ja diese Hilfsmittel jetzt. Und mit der Bombe raube ich nämlich jetzt einen Container aus. Den grünen Container kann man leider nicht ausrauben. Digga, wollt ihr mich hochnehmen? Den gelben kann man auch nicht ausrauben. Ja, dann bleibt mir mit der Bombe nur noch eine Sache übrig, weil den Club haben wir ja schon ausgeraubt. Genau, die Bank. Und die Bank, wurde die gerade ausgeraubt oder was geht hier ab? Oh, da ist ein Polizist. Da ist ein Polizist. Da ist ein Polizist, der rennt mir jetzt hinterher. Ach. Ach, hier ging wohl gerade Action ab. Oh, nee. Oh ja, ist rot. Egal. Ja, ich hab 5 Sterne. Ich hab 5 Sterne. Oh mein Gott. Ich hab 5 Sterne, bevor ich verhaftet wurde. Alter. Alter, warum habe ich den jetzt bekommen? Warum habe ich den Stern jetzt bekommen? Egal, ich habe die Challenge geschafft, 5 Sterne bekommen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Schau gerne das Video auf der rechten Seite an. Bis dann und ciao.